Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Nanowoche. Weltweit nimmt die Zahl der gentechnisch veränderten Produkte immer mehr zu, weil die Erträge größer sind. Kann man ja irgendwie verstehen, wer Landwirtschaft nicht nur als Hobby betreibt, sondern sein Geld damit verdient, der muss ja irgendwie mit der Konkurrenz aus Neuseeland oder Südafrika mithalten können. Andererseits, die Verbraucher sind bereit, fürs Essen wieder mehr Geld auszugeben. Das zeigt nicht nur der Besucherandrang auf der Grünen Woche in Berlin. Die Rückbesinnung auf alte Obst- und Gemüsesorten und auf alte Haustierrassen sind ein ganz großes Thema, vielleicht gerade aufgrund der Gentechnik-Diskussion. Ursprünglich kamen sie aus China und wurden 1820 vom württembergischen König Wilhelm I. ins Land geholt. Durch Einkreuzen in die Wildschweinpopulation sind die schwäbisch-hellischen Landschweine entstanden. Die älteste Schweinerasse in Deutschland. Und hier sind sie zu Hause, im Hohenloheschen bei Schwäbisch Hall. Altes Bauernland, das auch heute noch von der Landwirtschaft geprägt ist. Anfang der 80er Jahre waren die hellischen Landschweine, liebevoll Mohrenköpfle genannt, fast ausgestorben. Sie passten nicht in die Normen der Landwirtschaftsindustrie. Rudolf Bühler hat sie gerettet. Er begann mit der Neuzucht und gründete vor 20 Jahren eine bäuerliche Erzeugergemeinschaft. Ihre Richtlinien: keine Antibiotika, kein gentechnisches Futter, große Ställe mit viel Stroh. Bühlers Schweinestall steht mitten im Ort Wolpertshausen. Wir praktizieren eine artgerechte Tierhaltung. Hier ist sehr viel Luft in diesem Stall. Es ist Stroh, also der klassische Quistmist. Es ist wie wenn man in einen Pferdestall kommt zum Beispiel. Also es ist einfach ein guter, angenehmer Geruch. Und wir sind ja auch hier mitten im Dorf und keiner regt sich auf. Artgerechte Tierhaltung natürlich auch in der Rinderzucht. Rinder aus Hohenlohe wurden schon Ende des 18. Jahrhunderts nach Frankreich getrieben. Dort schätzte man die Qualität des Fleisches und gab ihm den Namen Bœuf de Hohenlohe. Es ist so, dass man sich selbst nicht um die Vermarktung kümmern muss. Das heißt, die Erzeugergemeinschaft macht das für die Landwirte insgesamt. Und ich bin eigentlich bisher voll zufrieden. Das heißt, er konnte alle Tiere zum ordentlichen Preis gegenüber den Kollegen oft höher ausbezahlt, alle Tiere vermarkten. Inzwischen schätzen Köche nicht nur in Frankreich, sondern auch in Schwäbisch Hall das Fleisch aus Hohenlohe. Der Küchenchef vom Gasthof Pflug macht einen Vergleichstest in der Bratpfanne. Wir haben die beide gleich lang gebraten. Jetzt machen wir erstmal das aus dem Supermarkt. Oh, das ist ganz grau. Und dann machen wir das aus vom Bœuf de Hohenlohe. Das ist schön rosa, schön medium, schon eine tolle Qualität. Was für den Gourmetkoch gut ist, sollte für die Hausfrau nur recht sein. Hier kommen schlachtwarmes Schweinefleisch, Kartoffeln, Gewürze und schließlich Kalbsbrät in den Mischer. Die Zutaten für einen hellischen Saumagen. 2001 übernahm die Erzeugergemeinschaft den defizitären Schlachthof in Schwäbisch Hall. Seitdem geht es stetig bergauf. 200 neue Arbeitsplätze entstanden. Der Aufschwung ist auch draußen nicht zu übersehen. Ein monumentales Gemälde schmückt die Außenwand des Schlachthofes. Über dieses Projekt, das wir da initiiert haben, über die bäuerliche Erzeugergemeinschaft Schwäbisch Hall, haben unsere Bauern dann auch neue Perspektiven bekommen. Nicht? Also Einkommensperspektiven, als auch eine Zukunft für ihre Höfe. Ne? Also die jungen Bauern haben sich wieder identifizieren können mit ihrer Produktion. Sie gelten nicht mehr nur als die Tierquäler und Umweltverschmutzer, sondern wir haben was Neues initiiert hier. Und da hatte alles angefangen. Der erste Verbrauchermarkt der Erzeugergemeinschaft. Auch in großen Städten wie Stuttgart ist man mittlerweile vertreten. Das Konzept 50% mehr für Qualitätsware ging auf. Wertschöpfung in bäuerlicher Hand heißt, die Vermarktung der eigenen Produkte nicht anderen zu überlassen. Das Büro der Erzeugergemeinschaft in Bühlers Sonnenhof. 960 Bauern sind inzwischen dabei, Jahresumsatz 80 Millionen Euro und 300 zusätzliche Arbeitsplätze in der Region.
Wenn eine Selbsthilfeorganisation zum regionalen Wirtschaftsfaktor wird, ist ihr die Anerkennung auch auf höchster Ebene sicher. Einer von unzähligen Preisen, die Rudolf Bühler erhalten hat. Der bislang letzte Clou in Wolpertshausen, ein neuer Superverbrauchermarkt mit Solartankstelle und Biogasheizung. Ein Regionalmarkt mit 3600 heimischen Produkten, gleichzeitig aber auch mit Zahnpasta und Klopapier. Das Vollsortiment kommt von Edeka, ein ganz neuer Typ von Supermarkt. Wir analysieren auch das Kaufverhalten der Bevölkerung. Wird sowas angenommen? Kann sowas auch dupliziert werden in andere Regionen? Das ist also ein hochinteressantes Projekt. Ein Projekt, das mit der Arterhaltung der schwäbisch-hällischen Landschweine begonnen hatte. Und unsere Online-Redaktion hat einmal zum Thema Schweinezucht und alte Schweinerassen viele Infos zusammengestellt. Können Sie ja nachher mal reinschauen.